Met a woman, got engaged, time passed, wedding day. Ja, hi, ich bin Sascha vom Move36, das ist der Joscha, den kennt ihr ja. Heute Teil 3 unserer Freizeitgeschichten. Wir sind heute mal auf dem Reiterhof und reiten mal, das können wir schon ziemlich gut. Ich saß mal vor 15 Jahren oder so auf einem Pferd und wurde so ein bisschen hin und her geführt. Joscha, wie ist es bei dir? Ach, ich kann gar nichts, wie immer eigentlich, aber ich mache das Beste draus. Uns begleitet heute die Annette. Hi. Und ja, hallo. Was erwartet uns denn heute? Ja, ihr dürft jetzt zunächst mal anfangen zu putzen. Die Pferde brauchen, bevor wir jetzt losreiten können. Wir werden ins Gelände reiten. Ja, also wenn schon, denn schon. Und da ich gerade eben erfahren habe, dass ihr da noch nicht so ganz viel Erfahrung habt, haben wir unsere zwei Schulpferde rausgesucht. Der dunkle ist ein Quarter Horse, unser Billy. Und hinten ein Haflinger. Nennt man auch netterweise Alpenquarter. Und jetzt ein bisschen Schwung. 1, 2. Ja, super. Oh, gut. Oh, es wackelt, ja. Ja, es ist kein Fahrrad. Fühlt sich da oben wohl. Ja, das ist cool. Und ich sag mal, das Aufsteigen war auch nicht so schwierig wie aufs Kamel in Ägypten. Ja, weil ihr seid jetzt ein paar Kilometer unterwegs. Da kam Luft raus. Rechte Hand nach oben, linke Hand nach vorne. Ja. So, das Bein öffnet und das andere klopft. Schon los! Du müsst die zwei dazwischen lassen. Das war vielleicht so gedacht. Boah, ich kann das voll gut. They call me the juggler, 'cause I always have three lovers. And I burn through Trojan rubbers like gold. And when I'm not between the sheets, I'm busy staying undercover. Ain't as sweet as it seems being the juggler. Yeah, 'cause Edith likes eating at Easter Eve, where Wendy works on Wednesday evenings, and Donna Lee does her laundry two doors down. So when I'm out to eat with Edith, I'm always worried Wendy's watching, and equally that Donna Lee's gonna be around. And what's worse is Wendy lives by the one eighth world. Das funktioniert super. Also so geht's noch. Man hüpft ganz schön im Sattel. Eben ist er ganz kurz in den Galopp gegangen, aber auch da konnte ich sofort wieder ein bisschen langsamer machen. Das ist echt beeindruckend. Bleibt ihr einfach noch stehen. Alles klar, ja, jetzt alles klar. Das ist viel schneller, als man denkt. Also für das menschliche Auge sieht das ja relativ schritttempomäßig aus, das sind 50 km/h. I'm pretty sure the doors when they threw me on the floor while Tanya and Tina punched and kicked and swore. And long story short, I lost the fight. Yeah, they call me the juggler, 'cause I always have three lovers. But they come and go, but there's always another. Yeah, I guess I can't be pleased by just one lady to come. Ain't as sweet as it seems being the juggler. Wie ist das Kommando für schneller? Den Beinen, Beinen. Hopp, hopp. Walk. Hopp, hopp. Walk. Walk. Nee, es geht nach Hause. Hm? Er möchte nicht. Es sind ja auch Tiere. Und vielleicht merkt er auch, dass ich nicht der erfahrenste Reiter bin, auch gut angestellt habe. Da gehen wir jetzt in den Stall, da kriegst du was zu fressen oder ja. Vor allen Dingen Wasser. Erst ja. Schluck trinken. Immer Wasser steht. Ja. Ich habe aber auch Durst. Hui, also es hat mich teilweise ganz durchgeschüttelt.
Es war dann auch wackelig, ich hatte zwar nicht das Gefühl, dass ich runterfahre, aber auf jeden Fall hat es Spaß gemacht. Aber ich hatte so ein bisschen Probleme mit der Lenkung. Ich hatte so das Gefühl, bei mir war noch keine Servolenkung drin. Joscha, du hast das deutlich besser hingekriegt. Das sah wirklich schon gut aus. Also ich würde sagen, so nach einer Viertelstunde oder so hatte ich den Dreh raus, wie ich hier mit Billy umzugehen habe, beziehungsweise wie er mit mir umgeht. Das hat wirklich gut geklappt. Es wurde zwar auch mal holprig, er ist einen ganz kurzen Moment in den Galopp übergekommen, aber auch da konnte ich ihn sofort stoppen. Ich habe nie das Gefühl, dass ich jetzt die Kontrolle verliere oder so. Das sind wirklich erstklassige Pferde. Wir sind jetzt ungefähr schon 2 Stunden hier. Das ist auch das, was ihr machen könnt. Es kostet ungefähr 50 Euro. Einfach mal auf die Webseite schauen und anrufen und einen Termin machen. Genau, Sascha, einfach vorbeikommen ist schwierig. Ja. Ja. 2 Stunden hören sich jetzt erstmal wenig an, aber... Man merkt schon, also auch wenn man normalerweise Sport treibt oder so, es geht halt auf den Po und die Beine, ja. Also das reicht vollkommen. Das sind Muskeln, die braucht man zum Sitzen nicht. Als ich gerade runter bin, ja, habe ich es gemerkt, wäre fast in die Knie gegangen. Mehr wie 2 Stunden könnte ich auch nicht, aber ich werde auf jeden Fall, denke ich, nochmal privat wiederkommen. Das hat echt Spaß gemacht. Allein, weil du das Pferd ja lieb gewonnen hast, ja, nicht wahr? Und jetzt einen Satz müssen wir noch erzählen. Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde. Oder so ähnlich. Ja gut, wenn du das meinst.